Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln. Ich begrüße beide Trainer und bitte Gästetrainer Markus Gisdol um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, zunächst mal Glückwunsch an Dortmund, an Lucien zum Sieg. So richtig weiß ich noch nicht, was ich mit dem Spiel von unserer Seite heute anfangen kann. Fühlt sich irgendwie nicht wie 5-1 an, sondern irgendwie waren wir knapper drin in der Partie. Trotzdem ist es uns heute nicht gelungen, unsere Abstände im Spiel immer wieder so zu wählen, dass wir gut in die Zweikämpfe kommen. Und das hat Dortmund natürlich in die Karten gespielt. Aber ich denke, der Spielverlauf war für heute für uns auch, und das soll auch keine Ausrede sein, extrem unglücklich. Wir haben erste Situation gleich ein Tor bekommen. Und das zweite Tor ärgert mich eigentlich am meisten, weil wir darüber oft gesprochen haben, die lange Bälle von Hummels hinter die Kette. Klar war es dann knapp. Kein Abseits und berechtigtes Tor. Aus der Halbzeit kommen wir raus, haben wir selber die Chance, 2-1 zu machen, machen es nicht und bekommen dann das dritte Tor. Dann trotzdem Kompliment an meine Mannschaft. Nach dem 3-1 nochmal eine Chance gehabt, auch wieder ein 3-2 zu machen, aber zwischendurch natürlich auch Dortmund immer wieder wirklich die Situation gut ausgespielt und gute Kontersituationen bis zur Torchance dann auch rausgespielt. Da hätte das Spiel auch schon früher ganz weg sein können. Trotz alledem, wir werden aus dieser Partie mit unseren jungen Burschen lernen und werden da heute viel draus mitnehmen, werden das Spiel sauber analysieren, damit wir zukünftig in solchen Spielen dann das Ergebnis einfach besser auch gestalten können. Nochmal, irgendwie fühlt es sich nicht wie ein 5-1 an. Dankeschön. Vielen Dank, Markus Gisdol, und ich bitte nun unseren Trainer Lucien Favre um den Kommentar zum Spiel. Guten Abend. Am Ende es ist 5-1, aber es war nicht so einfach, wie man denkt. Ich denke, wir haben trotzdem das Spiel dominiert und wir haben unsere Tore in den richtigen Moment gemacht. Auch in der ersten Halbzeit, wir haben das Spiel gut kontrolliert. Köln hat sehr wenig Torchance, eine halbe einmal, und die zweite Halbzeit da haben wir mehrere Möglichkeiten gehabt und wir haben, ja, Köln hat 2-3 Torchance, aber nicht 100%, aber es konnte gefährlich sein. Und wir haben ein wenig einen Moment dekonzentriert und ja, da muss man nicht passen. Und aber am Ende, es ist 5-1, wir konnten noch mehr Tore machen am Ende, weil wir haben die Torchance gehabt, klare Torchance. Aber am Ende ist kein Sieg, ist ein Sieg und nur ein Sieg zählt. Vielen Dank auch dir, Lucien. Bevor Sie mit Ihren Fragen dran sind, löse ich noch den Pressetipp auf. Der Gewinner ist ein Norweger, Siegfried Kvamme von TV2 aus Norwegen. Herzlichen Glückwunsch zur Aral Supercard in der limitierten BVB-Edition. So, jetzt sind wir bei Ihnen und bei Ihren Fragen. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen. Alle sind wunschlos glücklich. Gut, Tobias Jürgen von den Ruhrnachrichten, bitte. Herr Favre, was hat Ihnen am Spiel Ihrer Mannschaft heute am besten gefallen? War es die Wucht nach vorne und dass die Mannschaft auch immer weiter auf Tore gespielt hat, oder war es die Tatsache, dass es defensiv besser aussah als in Augsburg? Ja, unsere erste Halbzeit war gut. Wir haben mit Geduld gespielt, wir haben das Spiel kontrolliert. Wir waren in unser Teil, nachher im Mittelfeld, und wir sind mit Ruhe nach vorne gegangen. Wir haben die Zeit genommen und ein paar Torchance zu kreieren. Natürlich immer sofort ein 1-0, das hat die Mannschaft viel geholfen. Und nachher, wir haben das Spiel ziemlich gut kontrolliert in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, Köln hat keine großen Möglichkeiten. Wir führen 2-0 in der Halbzeit und es ist immer gut und wir sind weiter nach vorne gegangen, aber auch mit viel Geduld. Wir haben auch gute Torchance gehabt, finde ich, und Köln war gefährlicher in der zweiten Halbzeit, aber wenn du führst 3-0, die Chance, die du gewinnst, sind da, und das vierte Tor von Erling Haaland hat
das Spiel definitiv entscheiden. Gibt es weitere Fragen? Tobias Jürgen. Dann schließe ich noch einmal an, weil Sie Erling Haaland gerade ansprechen. Der hat jetzt in 2 Spielen 5 Tore geschossen. Wie gehen Sie jetzt mit so einem jungen Spieler als Trainer um? Muss man den irgendwie bremsen? Lässt man den einfach laufen? Was ist da jetzt der richtige Umgang? Er ist nicht zu bremsen, weil er will immer trainieren, er will immer gewinnen und für einen Trainer es ist es fantastisch, solche Spieler zur Verfügung zu haben. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Wir bedanken uns bei Ihnen für das Interesse und wünschen Ihnen allen und unseren Gästen aus Köln eine gute Rückreise. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.